So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ATS. Wo wir schon Level 3 sind. Naja, eigentlich gerade mal. Ist das schon die sechste Folge? Oh mein Gott. So, wir sind gerade in einer Mission. Wir können ja direkt weitermachen. Und in der bekommen wir für 10.000 Dollar. Sehr geil. Aber jetzt brauchen wir diesmal nicht von der Bank hier irgendwie, ne? Geld. Wollen wir sowieso erstmal warten, bis wir ein paar Levels haben. Sonst bringt es halt, ne? Wir können halt also LKW kaufen, die man dann in keiner Weise aufstocken kann. Ist so ein bisschen dämlich. Also, ah ja, was soll's. Jo, dann machen wir direkt hier. Sound of the Week. Ein geiler Fahrzeugwagen. Schwarz-rote Lackierung. Hat man jetzt gar nicht erkannt, dass das ein Feuerwehrfahrzeug ist, ne? Ey, 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 was ist los hier? Er klatscht da gleich hier. Für ein paar Grundell. Cool. Oh, das Tank ist auch schon fast leer. Hätten wir da über tanken gehen können, gell? Ah ja, für die 130 Meilen reicht es noch aus. Ach, guck mal, siehst du, der LKW hat diesen kleinen roten Pieper, siehst du? Und da sieht man jetzt auch hier die rote Lampe. Ist nämlich hier auch die kleine rote Lampe da. Das heißt, hier kann man es richtig schön sehen. Aber bei den anderen LKWs, wie soll man das denn da, woher soll man das denn wissen? Ah, machen wir hier erstmal. Gut, warum auch immer da drei LEDs sind. Oder das dritte ist gar keine LED. Die sieht man halt kaum. Ach scheiße, wir hätten reinfahren müssen. Wow, da achte ich jetzt die ganze Zeit auf dieses kleine Ding, statt darauf zu achten, dass wir da hätten reinfahren müssen. Ich bin doch schon wieder so ein Genie. Ah, egal. Ich weiß sowieso nicht, ob das Ding gezwungen ist, also ob man da reinfahren muss oder ob das nur so, die sollten da jetzt reinfahren. Hä, wieso hier nur noch 70? War ich gerade noch 80? Was ist hier schon wieder los? Ändern hier die Geschwindigkeitsgebiete aber auch wie ihre Unterhosen, kann das sein? Wobei, das müssen sie da gar nicht ändern. Es überholt doch endlich mal hier. Also, wir wirft die Spur jetzt. Macht ihr jetzt mal was hier? Luft, noch ein Stück. Ja, fahr. Dankeschön, du Hurensohn. Meine Fresse, das gibt's doch heute auch nicht hier. Geiles Lied, by the way. Aber leider schon vorbei. Ist ziemlich traurig. Was ist mit dem LKW da vorne los? Das
Da hat er gerade kurz, ich falle gleich über. Die kommen mit 70 Cent, dann sind die verrückt. Wow, wow, okay. Den habe ich noch gefangen bekommen. Eieieiei, aber das war gerade. Wow. Was zur Hölle war das gerade, ey? Ja, zum Glück, wenn man so ein bisschen Erfahrung hat, ich blicke die ganze Zeit, warum blicke ich die ganze Zeit? Wenn man so ein bisschen Erfahrung hat, wie so Physik works, ja, also zumindest in dem Game, dann kann man zum Glück relativ gut dieses Umkippen, also dieses, er kippt fast um, relativ gut unterbrechen, indem man quasi erstmal ein Stück das Lenken rausnimmt. Und dann aber härter reinlenkt. Weil, die Physik funktioniert so ganz einfach, dass der LKW, die Fliehkräfte drückt nach draußen, das heißt, der LKW will sich nach draußen drücken, und dann halt überschlagen, wenn man nichts dagegen tut. Und mit diesem kurz, also man lenkt ja normalerweise nach links, deswegen fliegt der LKW nach draußen. Und wenn man quasi kurz das Lenken abschwächt, also wieder ein bisschen gerader fährt, dann werden die Fliehkräfte auch kurz weniger. Dadurch schaukelt sich der LKW wieder zurück. Und durch dieses Momentum, was der LKW hat, diese Drehbewegung, durch dieses Momentum, kannst du dann auch danach schärfer reinlenken, ohne dass der LKW wieder überkippt. Und damit kannst du schärfer lenken, ohne dass der LKW überschlägt. Ob das so auch im Echten funktionieren würde, habe ich echt keine Ahnung, weil ich weiß nicht, wie diese Stoßdämpfer arbeiten, ich weiß nicht, wie allgemein die, die Schockabsorber arbeiten und so, weiß ich nicht. Aber zumindest in dem Spiel funktioniert es. Also, wenn der echte LKW-Fahrer da draußen sind, die können das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das auch so funktionieren würde im Echten. Aber wie gesagt, gerade, also hier im Spiel funktioniert es halt. Ne? Oh. 30 Meilen. Ich stelle mir den LKW wieder ab mit Lärmtank. Sehr geil. Ich meine, normalerweise übergießt er solche LKWs immer mit vollem Tank, weil ist halt ja eh der Arbeitgeber, also hier der von der Spedition da. Aber wenn wir immer LKWs bekommen mit fast Lärmtank, dann gebe ich doch mit Lärmtank zurück. Also ganz ehrlich, da kenne ich gar nichts. Ja, wie ihr mir, so ich euch, ihr Bitches. Hä, war ich nicht 40? Da blinkt was. Wow! Hi! What the fuck? Darf ich jetzt überhaupt fahren? Weil ich das gerade richtig. Dürfte ich überhaupt. Was ist für eine Kreuzung? Sehr interessante Baukunst hier. So, kann man von hier aus sehen, was denn für eine Firma ist? Nee, die wäre da hinten, ne? Ah, keine Ahnung. Wollen wir noch kurz reinfahren? Ich meine, das ist ja hier. Das sieht schon aus wie so ein. Mal gucken, was das für eine Firma ist. Weil ich meine, Kenwood haben wir schon. Aber ich hätte gerne noch Petabit, oder? Wir haben ja LKW-Händler. Nee, doch, wir haben doch schon beide. Ah, gut, dann haben wir doch eigentlich schon alle, die mich interessieren. Ah. Der ist da oben. Und den haben wir hier unten. Ah, okay. Also siehst du, da haben wir schon alle, die wir brauchen. Mehr interessiert mich eigentlich gar nicht. Da ich mir wahrscheinlich sowieso ein Pet hole. Ja? Also Petabit. Petabyte. Terabyte.
Petabyte. Exabyte. Na gut. Also brauchen wir den auf jeden Fall nicht. Dann lasse ich ihn dann auch mal außen liegen. So. Auch ein schöner Postwagen. Ich meine, wir könnten da vorne tanken gehen, ne? Aber sehe ich nicht. Überhaupt nicht. Nein! Fick die Henne, Alter. Wir haben zu viel Ladung bei zu wenig Motor. Hätte man mal ein paar Motoren laden können. Hätten wir die so mit Strüpperschnur so ein bisschen an unsere Kardanwelle so angebunden und dann 10.000 PS. Oh, diese Fahrzeuge. Aber ich sehe schon, die Fahrzeuge wiederholen sich hier ganz schön häufig. Sind irgendwie immer die gleichen. Also ist ja schön, dass die da so ein paar schöne Fahrzeuge genommen haben. Aber entweder hätten sie weniger häufig erscheinen sollen oder doch etwas mehr Vielfalt bei den Classic-Fahrzeugen. Und so ist das ja nun wirklich echt peinlich. Fünfundzwanzig, ey. Oh, noch ein schöner Wagen hier. Guckt ihn euch an. Oh, da hinten ist auch noch ein schöner Wagen hier. Was ist denn hier los? Holy moly. Oh, Polizei. Kann ich jetzt mal hier fahren oder was? Alter, kommen wir mal mehr Fahrzeuge. Oh, was macht denn das Ding hier? Sehr geil. Kann ich ja nicht mal fahren hier. Das hier für ein Totem. Die Stoße mal ein bisschen arbeiten hier. Oh, wir müssen hier rein. Oh, mit dem Auflieger hätte ich ein bisschen weiter ausschwenken müssen. Gell, aber passt. Alles im grünen Bereich. Ah ja, im gelben Bereich. Sagen wir mal im gelben Bereich. Im hellgelben, aber noch. Ah. Oh, guckt euch diese Stoßdämpferarbeiter an, ja, Alter. Müssen wir hin. Ach, da müssen wir hin. Holt er sich da gerade einen runter? Was macht denn der da? Ah, schon wieder viel zu weit nach links. Aber, oh nein, ich wollte bremsen. Du, Sonne. Oh, Alter. Jetzt habe ich einfach alles aktiviert. So, boah, let's go. Habt ihr Sprit? Ich könnte es anzeigen. Ja, the next level. So, mache ich erstmal das und dann nächstes Mal mache ich wieder hier ein bisschen Fernfahrt. So. Auftrag. Schnellauftrag. Wir brauchen definitiv mehr Kohle. Wir haben schon 37.000, ist aber noch nicht so viel. So, jetzt machen wir hier so eine richtige Schwertransportmission, ne? Muss ja auch mal sein. So, da oben. Boah. Was haben wir noch so? Das ist ein bisschen kurz. Sollte schon ein bisschen länger sein, ne? Da haben wir ganz oben, kennen wir aber auch schon. Achso, siehst du, wenn ich wieder irgendwo raufklicke, wo ich noch nicht war. Hier zum Beispiel. Okay, kriegen wir aber keine. Schade. Boah, Alter, 60 Tonnen. Das war aber schon heftig. Haben wir hier eine? Hier kriegen wir auch keine. Schade eigentlich. Okay, hier haben wir zumindest welche. Die wir aber nicht anklicken können. Wieso kann ich die nicht anklicken? Die kann ich anklicken.
Ah, hier kann ich auch anklicken. Sind die dumm? Achso, ist sogar das Ding hier. Ist mehrfach auf Liga. Okay, das klingt schon interessant. Ich glaube, den nehmen wir einfach, ne? Was hast du nur für Leistung? 560 PS. Okay, das geht eigentlich schon. Ich meine, die unten wären natürlich schöner, aber die sind alle entweder da oben, so eine super kurzen Strecken. Nee, wir nehmen einfach den hier. Oh, schweres technisches Teil. Wow. Bestimmt ein schweres technisches Teil von der Area 51, was so rein zufällig aussieht wie ein UFO. Ich habe jetzt gerade irgendwie Angst, dass mein Kopf so vollkommen aus dem Takt nickt, weil er meine Kopfhörer so total hinterherhängt, was die Audio angeht. Ah, das ist aber ein sehr großes, schweres technisches Teil. Da sieht ja schon wieder hinten gar nichts mehr. Eieieiei. Oversized Lord. Ist das Oversized Lord? Kann man zwar schreiben, klar, kann man natürlich kein Problem. Aber ich würde da eigentlich noch ein D ranhängen. Oversized Load. Ne? Naja. Meine englisch-grammatikalisch korrekten ist ja sowieso von einem anderen Stern. Genau, können wir ja, ne, immer schön in der Route bleiben und schön jedem den Arsch lecken. So, da oben, da sind aber sehr viele Kurven bei. Alter, wie lang das halt weg. Alter, wie weit zwischen unserem Rückspiegel und dem Ding. Da ist einfach ein Kilometer Luftlinie. Die Ladung sieht immer so Rückspiegel so super klein aus. Was da los, Amanakoim? So, haben wir eigentlich? Ne, wir haben keine Warnbeleuchtung. Aber haben wir am Auflieger eine? Auch nicht. Wir haben keine Rundumleuchte? Gibt's sowas in die Amerika nicht? Oh, hier müssen wir raus. Oh, also anziehen tut das schon ordentlich, muss man schon mal sagen. Oh, der lenkt aber hinten nicht mit, ne? Ne, sieht nicht so aus. Oh, ist natürlich schade. Das heißt, hier müssen wir sehr weit ausweichen und schön häufig speichern. So, das Schöne ist ja, bei Amerika sind zum Glück auch die Kreuzungen schon groß und auf Stoppschilder müssen wir jetzt auch nicht mehr achten, soweit ich weiß. Was machen die Autos hier? Passt ihr nicht dran vorbei? Ja, doch, pass ich. Links so eine Kackmülltonne, rechts die Autos, andersrum. Da bist du ja verrückt. Ach, guck mal, jetzt sind wir auch von der Polizei begleitet, nicht mehr von so ein Baufahrzeugen. Boah, Alter, das sind richtig das sind original amerikanische Straßen. So breit. Es ist einfach Classic. Das ist so der amerikanische Traum ausgedrückt in Straßenbau. Einfach krass geil. Und warum bauen sich die Schatten eigentlich auf der Straße so spät erst aus? Schatten. Größe der Schatten, Schattenqualität ist hoch. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Qualität vom Spiel ist niedriger geworden. Dafür stockert das Spiel aber öfters. Was hat CSC Software da bitte schön gemacht? Guck mal, wie spät die ganzen Schatten erst aufbauen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum das Spiel so extrem häufig stockert. Weil die ganzen Sachen immer erst kurz vor der Kamera entstehen. Oh, hier muss aber ganz schön eng lenken hier. Wow, was war das gerade? Da hat er auf einmal ja schön weit rumgezogen hier, mein Freund. So, dann machen wir Gas geben hier. 240 Meilen. Ah, das war aber heftig. Ja, also bis 20 mph beschleunigt er ganz heftig, aber
danach, kurz danach hört es auch schon auf. Also, ich meine, so schnell bergauf geht es jetzt hier noch nicht, ne? Und trotzdem, jetzt wäre ich schon ganz schön abzwacken. Was macht der Polizeiwagen da? Junge, ich muss da ausschwecken. Ich muss da lang. Was stimmt mit euch, ne? Für Lackschad übernehme ich keine Verantwortung, ja? Ist ja schon klar. Oh, jetzt hier bergauf. Ei. Oh. Ah, droppen wir die 15? Garantiert. Oh, nee. Der Simulator, ja, bis 20 hat er richtig schön Power. Also einigermaßen Power. Aber danach irgendwie gar nicht mehr. Ha? Aber jetzt sieht er auch noch ein bisschen an, obwohl es ja auch noch ein bisschen mehr drauf geht. Ha. Ging es da vorne, vor der Auffahrt, ging es da echt so schnell bergauf? Und ich habe nur nicht gemerkt. Ich meine, möglich, ne? So, wir dürfen 40 fahren, gerade mal. Das ist natürlich nicht sehr viel. Sehr, sehr schade. So, Tempomat drin und dann erstmal hier schön zurückgelehnt. Das krasseste ist ja bei ATS, wenn du einfach sogar so Häuser transportierst. Also es sind natürlich nur kleine Häuser, ja, aber trotzdem einfach so gelabtes Einfamilienhaus. Schnallst du dir einfach mal hinten auf den Auflieger und dann let's go. Das ist schon krank. Ich finde auch immer witzig bei dem Auto, also bei dem Polizeiwagen, da hast du ja oben drauf dieses Rot- und Blaulicht, ne? Und dass das rote Licht auch hinten mit den roten Hecklampen synchronisiert ist. Ist eigentlich gar nicht mal so unklug, also ist eigentlich schon ein Geniestreich. Weil gut, echte Polizeifahrzeuge haben ja auch noch so blaue LED-Streifen, die mit blinken. Weiß ich gar nicht, ob die das hier haben. Wenn ich jetzt hier einfach mal so kurz rausgehe. Ah doch, hat er. Genau, der hat da mitten so eine Strobolampen vorne dran. So LED-Streifen hat er keine. Das müssen wir natürlich mal genau so. Ah, ne. Ganz schwierig. So. Na, der natürlich gerade aus. So, jetzt. Wir gucken, ob hier jetzt irgendwas Blaues mitblinkt. Was? Die sind ja auch ein roter. Okay, ja, nee, aber. Das vorne blinkt schon mal nicht synchron mit zu dem da oben. Schade eigentlich. Ah doch, das klingt auch synchron, aber countersynchron. Warum bricht der gerade wirklich mit der Geschwindigkeit so zusammen? Alter. Oder ich hab doch. Doch, Tempomat ist aktiv. Geht hier echt so stark bergauf? Geht's überhaupt bergauf? Nee, ne? Ist doch gerade Strecke. Ich bin verwirrt. Jetzt geht's bergauf. Ah ja, das ist eine lange Strecke. Ich hatte vorne halt machen können wir auch nicht, so wegen Pause machen. Wegen weil.
Warum liegt hier Stroh? Weil, dann kamen wir wieder hier mit, du hast die Spur verlassen, Junge, die wollen sterben. Das heißt, wir müssen einfach mal so irgendwo einfach stehen bleiben. Hier zum Beispiel. So. Ist zwar jetzt gerade mal 25 Minuten, aber so eine Gelegenheit kriegen wir nie wieder. Von daher. Ist das der perfekte Ort gewesen, zur Pause machen. Von daher, dann bis dann, ne?